Wir bei der Brüning Group sagen, dass wir diejenigen sind, die eine grünere Zukunft ermöglichen. Wir beliefern die Kraftwerke und unsere Kunden mit energieliefernden Schüttgutrohstoffen, mit klein gehacktem Holz, also Pellets, Hackschnitzel und solchen Dingen. Ich habe die Firma 1992 gegründet, während meiner Ausbildung zum Speditionskaufmann tatsächlich. Und konnte aber eine zweite große Leidenschaft, die ich habe, der grüne Daumen, also Gemüse anbauen. Und da brauchte ich einen Bodenverbesserer für den kleinen Acker, den ich zu der Zeit gepachtet hatte, neben meinem Elternhaus. Und habe beim Landkreis Verden angerufen und die haben gesagt, sie haben Grünschnittkompost. Habe dann gemerkt, man könnte diesen Kompost schon verkaufen, wenn man den richtigen Preis und den richtigen Service anbieten würde. Und da ist natürlich mein Händlergen sofort erwacht und hat gesagt, da musst du dich drum kümmern. Und ja, so fing das damals an. Zu Beginn waren unsere Kunden Gartenlandschaftsbauer, die Kompost und Rindenmulch gekauft haben, um irgendwo Gärten hübsch zu machen. Und im weiteren Verlauf sind dann Kunden dazu gekommen, die eher im industriellen Bereich tätig sind, also richtige Kraftwerke, die Strom und Wärme produzieren. Kohlekraftwerke werden umgestellt auf die Verbrennung regenerativer Stoffe, so wie Pellets oder Hackschnitzel, auch international wächst das im Augenblick gerade rasant. Und so haben wir uns da jetzt auf inzwischen ungefähr 250 Mitarbeiter hochgearbeitet. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt das besonders sexy finde, mit Rindenmulch oder Kompost zu handeln. Da sind nicht die Produkte das, was so im Vordergrund ist, sondern da geht es mir bei der Nachhaltigkeit auch eher darum, ein Unternehmen zu schaffen, was eigentlich so hinterlassen wird, auch irgendwann von mir, was für die Ewigkeit existieren kann. Das finde ich viel wichtiger. Wir müssen eigentlich Leute finden in den Zielländern oder in den Ländern, wo Biomasse herkommt. Und die müssen sich in der Branche ein bisschen auskennen, müssen sich da reinarbeiten. Und dann geht es darum, das Ganze wie auf einer Plattform zusammenzufassen und eigentlich zu vermitteln zwischen den Marktteilnehmern, zwischen denen, die große Haufen an Biomasse haben und nicht wissen, wohin damit, und denen, die irgendwo ein Kraftwerk bauen und gar nicht wissen, wo die ganze Biomasse herkommen soll. Ich habe nicht das Gefühl, auch wenn ich hier sitze als Unternehmer des Jahres, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich da alleine stolz drauf sein kann, sondern das ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Führungskräften und auch mit meiner Familie.